Ich dachte, ich melde mich vielleicht noch mal zu Wort, weil das Wort Ideologie ja gerade inflationär genutzt wurde. Und eventuell habe ich ja gerade vorhin am Anfang schon mal die Frage gestellt, ob Sie einfach leugnen, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen hat, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Eventuell, wenn Sie sagen, das ist alles Ideologie, das Bundesverfassungsgericht entscheidet Dinge, die reine Ideologie sind, dann spannende Ideologieauffassung und Auffassung vom Verfassungsentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht mag zwar ein Urteil darüber gesprochen haben, wie wir zum Beispiel mit intersexuellen Menschen umzugehen haben und sich entsprechend zu einem amtlichen, entschuldigen Sie bitte, zu einem amtlichen Geschlechtereintrag geäußert. Was das Bundesverfassungsgericht aber nicht gemacht hat und auch kein Gericht der Welt machen kann, weil kein Gericht kann über naturwissenschaftliche Tatsachen entscheiden, ist es, die Zweigeschlechtlichkeit der menschlichen Spezies zu negieren. Ein Mensch hat entweder ein XX-Chromosom oder ein XY-Chromosom. Ja, entschuldigen Sie bitte, Sie sind doch angeblich die Partei der Wissenschaft. Sie haben sich doch hier immer geriert. Listen to the science. Frau Jasbeck, listen to the science. Schauen Sie noch mal ins Biologielehrbuch rein. Es gibt Menschen mit einem XX-Chromosom, es gibt Menschen mit einem XY-Chromosom. Das bezeichnen wir auch als Männer und Frauen. Und alles andere, Frau Jasbeck, alles andere sind Fehlbildungen im Promillebereich. Im Promillebereich, Nein, Frau Jasbeck, das ist so. Personen, die einen beschädigten Chromosomensatz haben. Herr Walczak. Ich möchte. Ja, Herr Lorenzen, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Also, ich habe gerade das Wort, um hier die Sitzungsleitung in die Bahn zu leiten. Und dann müssen Sie nicht dazwischen blöken, ja? Also. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie den parlamentarischen Sprachgebrauch bitte bewahren müssen. Das gilt auch im Zusammenhang mit Herabwürdigung von Personen. Herr Präsident, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Ich möchte allerdings doch meine letzten Sekunden nutzen, um zu sagen, es geht nicht darum, dass ich hier Personen herabwürdigen will. Es geht darum, entschuldigen Sie, diese Personen, von denen ich spreche, die haben ganz erhebliche körperliche Beschwerden. Informieren Sie sich doch mal darüber. Und das zu verharmlosen und so zu tun, als ob das eine neue Geschlechtskategorie wäre, ist schlicht und ergreifend falsch.